Das Marvel Cinematic Universe wird immer größer. Neben den ganzen Kinofilmen erscheinen auch zahlreiche Serien, die uns weitere Geschichten rund um Marvels Superhelden präsentieren. Die Qualität konnte die Fans dabei nicht immer überzeugen, aber die Verantwortlichen haben Besserung gelobt. In diesem Video liefern wir euch eine Übersicht zu allen MCU-Serien, die aktuell in Planung sind. Noch im Jahr 2024 steht das WandaVision-Spin-Off Agatha All Along an. Darin dreht sich alles um die von Catherine Hahn gespielte Hexe Agatha Harkness. Story-Details sind rar gesät. Laut offizieller Beschreibung kann sich die Titelfigur zu Beginn der Geschichte aus dem Zauber befreien, in dem sie gefangen war, verlor dabei jedoch all ihre Kräfte. Sie begibt sich deswegen auf eine Reise, um diese zurückzubekommen. Agatha war zumindest am Ende von WandaVision ein klarer Bösewicht. Wir sind also gespannt, welche Wandlung sie in der neuen Serie durchlaufen wird, damit wir uns als Zuschauer mit ihr identifizieren können. Immerhin, bei Loki hat das früher oder später ja auch funktioniert. Dass wir Elizabeth Olsen als Scarlet Witch wiedersehen werden, ist wohl eher unwahrscheinlich. Vor allem nach den Geschehnissen von Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Neben Catherine Hahn ist immerhin auch Emma Caulfield als Sarah Proctor erneut dabei. Besonders freuen wir uns aber auf Aubrey Plaza, die vor allem Parks and Recreation-Fans ein Begriff sein sollte. Der erste Trailer sorgt bereits für einige Diskussionen, vor allem die gezeigten Horrorelemente führten bei vielen Zuschauern zu durchaus positiven Kommentaren. Premiere feiert das Spin-off Agatha All Along mit 2 Folgen am 18. September 2024 bei Disney+. Danach folgt wöchentlich eine neue Folge bis zum 6. November. Mit besonderer Spannung schauen wir auf die Serie Daredevil Born Again. In dieser kehrt Charlie Cox in seine Rolle als Matt Murdock alias Daredevil zurück. Der Weg dahin war lang, da Kevin Feige am Anfang eigentlich nicht beabsichtigte, die Figur ins MCU zu integrieren. Nach zunehmender Kritik an der Entwicklung des MCU wurde dann mitten in der Produktion die Reißleine gezogen, bereits gedrehte Folgen wurden in die Tonne geworfen und das kreative Team hinter der Serie ausgetauscht. Scheinbar hat man die Klagen der Fans erhört. Mehr Anspruch an die Qualität und vor allem mehr Orientierung an der beliebten und brutalen Netflix-Vorlage, inklusive der altbekannten Darsteller. Neben Hauptdarsteller Charlie Cox sind jetzt wieder mit dabei Vincent D'Onofrio als Wilson Fisk alias Kingpin, John Bernthal als Punisher, Deborah Ann Wall als Karen Page und Elton Hansen als Foggy Nelson. Die Handlung soll teilweise auf der Born-Again-Reihe von Frank Miller basieren. Außerdem wird der Arc von Devil's Reign von Chalsky Jacketto eine zentrale Rolle einnehmen. Eigentlich sollte die Serie Ende 2024 auf Disney+ erscheinen, man geht inzwischen jedoch davon aus, dass wir sie im März 2025 zu Gesicht bekommen. Abgeschlossen wird Phase 5 des MCU mit der Ironheart-Serie. Die von Dominic Thorne gespielte Superheldin hatte bereits eine tragende Rolle in Black Panther 2 Wakanda Forever. Ihr Gegenspieler wird der Schurke The Hood, gespielt von Anthony Ramos. Mit The Hood kommt eine mystische Komponente in die Serie. Dieser kann nämlich Magie nutzen, die er von den Stiefeln und dem Umhang des Dormammu erhält. Diese böse Gottheit kennen wir bereits aus Doctor Strange. In den Comics kämpft The Hood meistens gegen die Avengers. Vielleicht ist dieser also der perfekte Zeitpunkt, um auf die Young Avengers überzuleiten. Seit der Ankündigung der Serie ist es von Marvels Seite aus sehr ruhig um das Thema Ironheart geworden. Verständlich, denn kaum eine Figur dürfte mehr für all das stehen, was Fans in den letzten Jahren am MCU kritisieren. Eine junge schwarze Frau soll den absoluten Zuschauerliebling Robert Downey Jr. als Iron Man ersetzen. Ein gefundenes Fressen für alle, die Disney politische Motive vorwerfen. Das Unterfangen ist, vorsichtig ausgedrückt, mehr als mutig. Hinzu kommt, dass Ironheart viele Zuschauer bereits in ihrem Kinodebüt nicht wirklich von sich überzeugen konnte, ganz davon abgesehen, dass mit Tom Hollands Peter Parker bereits erfolgreich eine Art Nachfolger für Tony Stark etabliert wurde. Eigentlich gilt die Serie bereits seit längerer Zeit als fertig gedreht, sie wurde allerdings immer wieder verschoben. Laut Produzent Ryan Coogler befindet sie sich im Moment in der Postproduktion. Nach aktuellem Stand startet Ironheart irgendwann 2025 auf Disney+. Einige Gerüchte sprechen vom 3. September. Die Chancen auf einen Erfolg stehen bisher jedoch denkbar schlecht. Schon bald soll die Disney+-Serie Your Friendly Neighborhood Spider-Man erscheinen, zuletzt noch bekannt unter dem Titel Spider-Man Freshman Year.
eine Anspielung auf Peter Parkers Highschool-Zeit. Marvel hat bekanntlich seine Ursprungsgeschichte übersprungen und ihn direkt als Superhelden in Captain America Civil War eingeführt. Seine Anfänge werden jetzt in Form einer Animationsserie gezeigt. Werden wir hier zum ersten Mal im MCU Onkel Ben sehen? Erfahren wir, wie Ned und Peter sich kennengelernt haben? Werden wir Zeuge des Spinnenbisses und von Peters ersten Schritten als Spider-Man? Leider wird Tom Holland selbst nicht an der Animationsserie beteiligt sein. Fans können sich aber immerhin auf ein Wiedersehen mit Charlie Cox als Matt Murdock freuen. Your Friendly Neighborhood Spider-Man soll am 2. November 2024 erscheinen. Eine Serie, die viele von euch noch nicht auf dem Schirm haben könnten, ist Marvel Zombies. In dieser kehren einige der Zombie-Avengers zurück, mit welchen wir schon in What If Bekanntschaft gemacht haben. Sie soll aus 4 Episoden bestehen und ist Teil des neuen Marvel Animated Multiverse. Die Verantwortlichen haben bereits versichert, dass es äußerst blutig zugehen wird. Wann die Animationsserie auf Disney Plus erscheinen wird und worum es im Detail geht, ist allerdings noch nicht bekannt. Da die Sprachaufnahmen bereits 2023 abgeschlossen wurden, könnte ein Release noch 2024 aber durchaus möglich sein. Viele Fragezeichen stehen auch hinter der Disney-Plus-Serie Eyes of Wakanda, in welcher sich alles um das gleichnamige Land drehen wird. Bisher gibt es nur 2 Fakten, die bekannt sind. Erstens soll es sich, wie schon bei Your Friendly Neighborhood Spider-Man, um eine Animationsserie handeln. Außerdem sollen nicht die bisherigen Protagonisten im Mittelpunkt stehen, sondern bisher unbekannte tapfere Krieger, welche auf der ganzen Welt nach gestohlenen Vibranium-Artefakten suchen. Produzent Brad Winterbaum verriet zudem, dass sich die Serie mit der Geschichte Wakandas und dem MCU in verschiedenen Zeitepochen beschäftigen wird. Ein genaues Startdatum gibt es noch nicht, angeblich soll die Serie aber noch 2024 erscheinen. Mit Wonder Man erwartet uns eine weitere Marvel-Serie. Der Superheld hat seinen Ursprung in den Comics von 1964. Simon Williams, wie Wonder Man mit bürgerlichem Namen heißt, wird dort mit ionischer Energie aufgeladen. Danach ist er quasi unsterblich, hat übermenschliche Kräfte und Reflexe. Er ist der Sohn eines reichen Industriellen, welcher jedoch aufgrund von Stark Enterprise bankrott geht. Daraufhin versucht Williams, sich dafür an Tony Stark zu rächen und wird zunächst zum Bösewicht. Bei Tageslicht ist Simon Williams ein erfolgreicher Schauspieler und Stuntman, doch wenn die Nacht hereinbricht, schlüpft er in eine Rolle als Wonder Man und nutzt seine einzigartigen Superkräfte, um die Welt zu retten. Gespielt wird Wonder Man von Yahya Abdul-Mateen II., den wir schon als Bösewicht aus den DC-Filmen rund um Aquaman kennen. Ebenfalls dabei Ben Kingsley, welcher nach Iron Man 3 und Shang-Chi erneut in die Rolle des Trevor Slattery schlüpfen wird. In der Comicvorlage spielt auch Scarlet Witch eine größere Rolle. Es besteht also eine gewisse Chance, dass wir auch Elizabeth Olsen zu Gesicht bekommen. Die Wahl von Andrew Guest als Drehbuchautor spricht für einen humorvollen Ton der Serie. Immerhin ist dieser für seine Arbeit an Brooklyn Nine-Nine bekannt. Ein Startdatum für Wonder Man ist noch nicht bekannt. Mit Nova plant Marvel eine Spin-off-Serie zu Guardians of the Galaxy. Sie ist nach Teil 3 angesiedelt und dreht sich um Richard Rider, gespielt von Tanner Gillman. Dieser wird für die frisch gegründete Nova Corps rekrutiert und bekämpft fortan intergalaktische Kriminelle, während er gleichzeitig persönliche Probleme auf der Erde angehen muss. Zu allem Überdruss scheint es dann auch noch eine Verschwörung bei Nova Corps zu geben. Neben Stars wie John C. Reilly und Glenn Close sollen auch beliebte Figuren wie Rocket, Groot, Gremlin, Cosmo und Adam Warlock einige Gastauftritte haben. Das Live-Action-Projekt ist seit 2022 in Entwicklung. Ursprünglich sollte das Ganze ein Film werden, nun ist es als Miniserie geplant. Ein Startdatum ist noch nicht bekannt. Produzent Brad Winterbaum erklärte im Mai 2024, dass zwar nicht jedes einzelne Projekt auch produziert werde, gerade nachdem Disney bei der Menge an MCU-Produktionen auf die Bremse getreten sei, doch gerade Nova hätte äußerst positive Zukunftsaussichten. Wir sind gespannt. Erst vor kurzem wurde bekannt gegeben, dass Superheld Vision ebenfalls eine eigene Serie bekommen soll. Diese ist nach den Ereignissen in WandaVision angesiedelt und wird den eigentlich schon lange verstorbenen Charakter auf seinem weiteren Weg begleiten. Paul Bettany übernimmt natürlich erneut die Rolle des Androiden und Geliebten von Wanda. Showrunner sollte ursprünglich erneut WandaVision und Agatha All Along-Macherin Jack Schaefer werden. Inzwischen hat aber Terry Metalas das Projekt übernommen, der zuvor federführend an Star Trek Picard beteiligt war und mit seiner dortigen Leistung die Führungsriege von Marvel schwer beeindruckte. Erscheinen soll Visions Quest irgendwann im Jahr 2026. Und das waren sie, alle aktuell geplanten MCU-Serien.
Welche haben für euch das größte Potenzial? Und denkt ihr, Marvel kann das Versprechen einlösen, die Qualität in Zukunft zu verbessern? Sagt es uns in den Kommentaren.